Du wirst es nicht glauben. Ich bin für ein Verbrechen, das ich nicht begangen habe, ins Gefängnis gesteckt worden. Meine Strafe? 1 Milliarde Jahre! Ich kann nicht den Rest meines Lebens hinter Gittern verbringen. Ich meine, ich bin unschuldig. Ich muss einen Ausweg finden. Herr Gefangener, du wirst von hier nie entkommen. Auf keinen Fall. Schau auf die Uhr. Deine Schicht fängt gleich an. Ich muss dich zur Arbeit bringen. Folge mir. Aber wehe, du versuchst zu fliehen. Arbeit, was? Okay, ich komme. Gut. Meine Aufgabe ist es also, diese Kieshaufen abzubauen? Richtig. Das ist Teil deiner Bestrafung. Mach es also richtig und denk nicht mal an die Flucht. Verstanden? Ja, mein Herr. Nun, wenn in meiner Strafe steht, dass ich diesen Kies abbauen soll, dann bedeutet das, dass ich ihn auch aufheben und tragen muss. Wo ist diese Wache hin? Oh, da ist sie. Es ist besser, sich wieder an die Arbeit zu machen. Ich bin erschöpft. Das Zerlegen und Transportieren von Kies ist Knochenarbeit. Ich muss mich ausruhen. Na, der Ozean. Was? Warte, wo ist die Wache? Sie schaut in die andere Richtung. Ich muss mir diese Truhe ansehen, solange ich die Gelegenheit dazu habe. Sesam, öffne dich. Ein Hebel! Unglaublich! Wie stehen die Chancen, dass ich hier einen Hebel finde? Ich kann ihn niemandem zeigen. Ich werde ihn in meinem Inventar verstecken. Nun dann, ich sollte... Der Wächter! Schnell! Hey! Zurück an die Arbeit! Du kannst mich nicht täuschen! Häftling, sag mal, was hast du da hinten gemacht? Du hast doch etwas vor! Ich wusste es! Nein! Leere deine Taschen! Alle? Ja! Tut mir leid. Ich habe aus Versehen etwas Erde aufgeschnappt. Das hatte ich nicht vor. Sie können sie zurückhaben. Erde, was? Ja. Okay, du hast also diese Erde mit dir herumgetragen. Nun, das ist nicht gut. Du kannst keine Erde zurück in die Zelle bringen. Es ist nicht erlaubt, irgendwas aus dem Arbeitshof zu nehmen. Verstanden. In diesem Fall übergebe ich Ihnen diese. Es muss Zeit für die Nacht sein, oder? Oh, ja, das ist es. Gute Arbeit. Puh, das war knapp. Ich habe es gerade noch geschafft, den Hebel versteckt zu halten. Ich dachte für eine Sekunde, er hätte mich. Aber ich habe einen kühlen Kopf erhalten, wie ein Profi. Wache, ich bin hungrig. Könnte ich bitte etwas zu Abend essen? Sicher. Hier, iss etwas Brot. In Ordnung, danke. Das reicht. Nicht dafür. Wow, 10 Brote? Verblüffend. Vielleicht esse ich sie alle. Nur zu, Gefangener. Iss. Iss so viel, wie du möchtest. Aber du darfst auf keinen Fall hinter diesen Tresen. Verstanden? Warum ist das so? Kein Grund. Kümmer dich um deinen eigenen Mist. Ich brauch dir überhaupt nichts zu sagen. Bleib einfach auf der Seite, wo du bist. Ist das klar? Das hat meine Neugier geweckt. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, was er gesagt hat. Warum sollte er mich anschnauzen? Vielleicht gibt es da etwas, das mir bei der Flucht helfen kann. Das muss ich herausfinden. Ich sollte in der Lage sein, den Hebel zu benutzen, den ich gefunden habe, um meine Zelle zu verlassen. Ich warte, bis das Licht ausgeht und schleiche mich dann hier rein. Oh, ich bin müde. Ich sollte Feierabend machen. Hey, Gefangener. Denk nicht mal an einen Fluchtversuch. Hast du verstanden? Flucht? Der Gedanke kam mir nie in den Sinn. Schlafen Sie ein wenig, Mr. Guard. Alles klar. Gute Nacht. Okay, die Wache ist weg. Das heißt, es ist an der Zeit, hier auszubrechen. Gut, dass ich diesen Hebel während meiner Arbeitsschicht gefunden habe. Er wird sich als sehr nützlich erweisen. Die Wachen sollten inzwischen alle schlafen. Ich verstecke das hier und öffne die Tür. Ja! Ich schließe es einfach hinter mir. Alles klar. Jetzt geht's ab in die Cafeteria. Es ist an der Zeit, herumzuschnüffeln.
Okay, ich bin in der Cafeteria. Ich muss herausfinden, was dieser Wächter vorhin versteckt hat. Er wollte aus irgendeinem Grund wirklich nicht, dass ich hinter diesen Tresen komme. Kann nicht viel sehen. Hier ist eine Taschenlampe. Wie komme ich also wieder dorthin? Vielleicht kann ich von diesem Tisch springen. Ich muss es versuchen. Es muss einen Hinweis geben, wie ich entkommen kann. Ich kann nicht 1 Milliarde Jahre hierbleiben. Ich bin unschuldig. Ich muss ausbrechen. Ja, ich habe den Sprung geschafft. Aber was nun? Oh, es gibt einen Geheimgang. Ich wusste es. Mein Ticket hier raus war die ganze Zeit in der Cafeteria. Wuhu! Ich wette, ich kann das nutzen, um zu entkommen. Hey, was machst du da? Es ist die Wache. Du wurdest auf falscher Tat ertappt. Gut, dass ich zum Abendessen gekommen bin. Ich muss hier raus. Die Luke runter, schätze ich. Auf Wiedersehen. Danke für alles. Hör auf. Tut mir leid, dass ich weglaufe, aber ich bin unschuldig. Wow. Hey, komm zurück. Wow, wie tief ist dieses Loch? Das hat gespritzt. Was ist das für ein Ort? Keine Kanalisation. Da bist du ja. Hey, erstarre, Gefangener. Der Wächter folgt mir. Ich sage, erstarre. Lauf. Hör auf, Widerstand zu leisten. Dieser Ort ist wie ein Labyrinth. Nicht weiterlaufen. Niemals. Ich werde dich nicht entkommen lassen. Alligatoren. Stopp. Oder vielleicht Krokodile? Autsch. Wow, sie greifen die Wache an. Autsch. Warum gibt es Alligatoren? Eine Leiter. Ja. Steig ab. Er ist mir dicht auf den Fersen. Halt, stopp. Im Namen des Gesetzes. Das ist ein Befehl. Geh. Wow, hoppla. Wähle einen Pfad aus. Wo bist du hingegangen? Da bist du ja. Er hat mich gefunden. Lauf um dein Leben. Aufgeben. Warum gibt es hier unten Lava? Was auch immer. Ich muss nur noch auf die andere Seite. Ich werde dich nicht entkommen lassen. Es muss einen Ausweg geben. Er kommt immer näher. Der Boden bricht unter den Füßen weg. Ich muss mich beeilen, bevor ich hineinfalle. Wow! Ich bin reingefallen! Ich kann es nicht glauben, das war knapp! Ich habe es geschafft, die Wache abzuschütteln, aber jetzt sehe ich keinen Ausweg mehr. Warte eine Sekunde, könnten wir auf einer Insel sein? Ja, es ist ein Inselgefängnis. Wie soll ich von hier entkommen? Oh, warte mal. Was befindet sich an der Spitze des Turms? Es sieht aus wie ein Hubschrauber. Oh, genau das ist es. Wenn ich nur den Weg nach oben finde, kann ich den Hubschrauber nehmen und fliehen. Also gut, neue Mission. Ich muss in den Turm einbrechen. Ich wette, es gibt viele Wachen in diesem Gebäude. Gut, dass ich einen Plan habe. Wow, hier wurde nicht an der Sicherheit gespart. Es gibt viel mehr Wachen, als ich dachte. Aber das ist in Ordnung. Ich werde durchkommen, kein Problem, weil... Tada! Das stimmt. Ich trage eine Wachuniform. Solange ich in meiner Verkleidung bleibe, sollte ich als einer von ihnen durchgehen können. Nun zu dem Hubschrauber. Nach oben. Mein Herz rast. Tief durchatmen. Solange ich ruhig bleibe, sollte ich hier durchkommen, ohne dass jemand meine Verkleidung durchschaut. Verhalte dich lässig. Wenn ich so gehe, als gehörte ich dazu, werden sie nichts bemerken. Wohin gehe ich? Hey! Hey, du! Warte eine Minute. Was ist? Bist du nicht? Willkommen. Wenn Sie jemals Fragen haben, können Sie mich gerne fragen. Oh, danke, Sir. Ich dachte, ich wäre erledigt. Das war knapp. Die meisten Leute sehen nicht über die Uniform hinaus, schätze ich. Nun, ich bin jetzt im Reinen. Was bedeutet, dass ich mich wieder dran machen sollte, meinen Weg zum Dach zu finden? Sobald ich im Hubschrauber ankomme, bin ich frei wie ein Vogel. Vielleicht kann ich die Treppe nach oben nehmen. Die haben Laser. Und diese sehen offen aus, aber... Ja, irgendetwas stimmt nicht mit ihnen. Ich kann nicht hinauf. Oh, warte mal. Vielleicht kann ich die Seite mit der Falltür hochklettern. Ja, es hat funktioniert. Kann mich mit Parkour an die Spitze vorarbeiten. Haha, in Ordnung. Los geht's. Hey, was machst du da?
Hallo? Ich spreche mit dir. Oh. Nun, Neuling? Gibt es ein Problem? Nun, so sollte man nicht hochklettern. Oh, hier, ich komme wieder runter. Wie soll ich das machen? Ich zeige es dir. Folge mir. Okay. Wirf einen Blick drauf. Was siehst du? Ich weiß es nicht. Es ist der versteckte Treppenhebel. Wir sollten da nicht hinaufgehen. Aber schau, dreh das um und die versteckte Treppe springt heraus. Oh, wow, das ist erstaunlich. Wie auch immer, so funktioniert es. Oh. Vergiss es nicht. Okay, Neuling? Danke, das werde ich nicht. Aber warum sollen wir da nicht hinaufgehen? Ich hatte gehofft, mir die oberste Etage ansehen zu können. Hä? Warum? Ja. Warum dürfen wir da nicht hinauf? Ich würde es gerne selbst herausfinden. Oh, würdest du? Wirklich? Ja. Wenn dir gesagt wird, dass du draußen bleiben sollst, willst du noch mehr gehen, nicht wahr? Nun, ich werde mit dir kommen. Siehst du, dieser Gefangene namens JJ ist gestern aus einer Zelle entkommen. Nein. Ich bin mir sicher, er versteckt sich immer noch irgendwo hier. Also, suchen wir ihn. Ich weiß, wir dürfen hier nicht draufgehen, aber komm schon. Wir müssen es uns ansehen. Oh, in Ordnung. Ich komme mit. Ich möchte doch unbedingt die oberste Etage sehen. Lass uns also gemeinsam gehen. Bleib in meiner Nähe. Ja, mein Herr. Dort zu sein, wo wir nicht sein sollten, ist irgendwie aufregend. Und wir sind super schnell. Bei diesem Tempo werden wir in kürzester Zeit an der Spitze sein. Wahrscheinlich sind wir schon sehr weit oben. Warte, wo sind die Treppen? Gibt es keinen Weg nach oben? Es ist zu gefährlich, um weiterzugehen. Guck mal, dieser Boden ist mit zombifizierten Gefangenen übersät. Und sie sind gerne in Rudeln. Nicht möglich. Zombifizierte Gefangene? Das ist verrückt. Trotzdem, ich muss das oberste Stockwerk erreichen. Ich habe keine Wahl. Weißt du, du hast recht. Es ist zu gefährlich, um zusammenzugehen. Warte unten. Ich werde alleine gehen. Hä? Mal sehen, was es gibt. Gibt es etwas, das sich lohnt? Oh, eine Truhe. Wow, Dynamit. Und ein Schleimblock. Hören Sie, es wird mir gut gehen, Sir. Sie können wieder nach unten gehen. In Ordnung. Das werde ich. Ja. So, er ist weg. Er hätte mich jeden Augenblick erkennen können. Jetzt ist meine Chance. Gehe alleine hinein. Perfekt. Oh nein, die Zombies sind hinter mir her. Wow. Hä? Ich komme mit dir. Wann kam er zurück? Warte auf mich. Vielleicht versteckt sich dort oben ein entflohener Gefangener. Ich muss nachsehen. Ja. Wir können gemeinsam nach ihm suchen. Du verarschst mich. Achtung. Ich kann diese Wache nicht abschütteln. Was auch immer. Ich muss in Bewegung bleiben. Diese Zombies sind ziemlich zäh. Ich helfe dir. Dann setzen wir unsere Suche fort. Das nennt man Teamwork. Ja, lauf, 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 lauf. Nun, wir hatten dank dieser Laser einige Erfolge bei der Auslöschung dieser Zombies. Wo ist der Weg nach oben? Es ist genau hier. Aber schau, es ist verschlossen. Oh nein. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Ich kann den Schleimblock verwenden, den ich vorhin aufgesammelt habe. Tu es. Dann drücke ich einfach diesen Knopf und da. Wow, ich bin an der Reihe. Ja, wir haben es geschafft. Das war knapp. Wem sagst du das? Oh, ich bin froh, dass es vorbei ist. Oh, bleiben wir in Bewegung. Wir müssen uns der Spitze nähern. Komme! Wohin gehen wir jetzt? Vielleicht hier lang? Wo könnte er sein? Wen suchst du? JJ natürlich! Der Gefangene, der gestern entkommen ist. Entschuldigen Sie, Sir. Warum konzentrierst du dich so sehr auf diese JJ-Figur? Vielleicht solltest du aufgeben. Der arme Kerl wurde schließlich zu Unrecht verurteilt. Ihn freilassen, das wäre doch gar nicht so schlimm, oder? Hä? Du sagst, dass JJ zu Unrecht verurteilt wurde? Warte, woher willst du das wissen? Das ist egal. Wenn ich ihn nicht finde, werde ich seinen Platz einnehmen müssen. Was?
Wenn ein Gefangener entkommt, dann wird sein Wächter eingesperrt? Das stimmt. Oh nein, was ist das für ein Gefängnis? Oh. Vielleicht solltest du auch diesem Ort entfliehen. Ich sage ja nur. Glaubst du? Hör mal, lass uns jetzt weitersuchen. Wir müssen dich bei Laune halten. Oh, ein Hebel. Ich frage mich, was er tut. Wow, es ist eine Geheimtür. Oh. Nun, worauf warten wir noch? Gehen wir hinein. Wow. Was ist das? Tränke? Ja. Ich habe davon gehört, es sind legendäre Gehirnwäschetränke. Aber warum sollte man sie so tief in einem Gefängnis verstecken? Was? Oh, warte eine Minute. Was ist es? Jetzt, wo ich dich genauer angeschaut habe, kann ich erkennen, dass du JT bist. Oh, oh. Ich hab dich in der Uniform nicht erkannt. Ich muss dich fangen. Nimm das. Oh nein, er ist mir auf den Fersen. Lauf. Nicht schon wieder. Komm zurück. Oh, der Trank. Ja. Tut mir leid, Wache, aber ich hatte keine andere Wahl. Hör mir zu. Sie sind auch ein zu Unrecht verurteilter Gefangener. Aber im Moment machen wir uns auf die Flucht. Das ist richtig. Ich bin völlig unschuldig. Schnell, wir müssen hier raus. Komm schon. Mein Name ist übrigens Mikey. Schön, dich kennenzulernen. Ja, es hat funktioniert. Ich habe ihn einer Gehirnwäsche unterzogen. Er glaubt, dass er zu Unrecht wegen eines Verbrechens verurteilt wurde. Ich meine, es ist fast wahr. Wenn ich entkommen würde, würde er eingesperrt werden. Schnell. Warte. Wir müssen gehen. Mal sehen, was sich in dieser Truhe befindet. Hier lang. Das sollte sich als nützlich erweisen. Hier, nimm das, Mikey. Wow, danke. Die Sachen sind erstaunlich. Frage mich, was da drin ist. Wow, ich kann nicht glauben, dass wir die gefunden haben. Hier, nimm das andere Set. Schau mich an. Hoho, so cool. Alles klar. Wow. Wir sind alle gerüstet. Ja. Okay, jetzt, da ich Mikey einer Gehirnwäsche unterzogen habe, um mein Freund zu werden, ist es an der Zeit, hier auszubrechen. Ja, beeil dich. Auf geht's. Komme. Es gibt keine Möglichkeit, dass wir unser Leben im Gefängnis verbringen für etwas, das wir nicht getan haben. Es sollte ein Hubschrauber an der Spitze des Turmes stehen. Aha, ich sehe ihn. Auf geht es. Geh voran. Okay. Mach weiter so, Mikey. Du und ich sind ein Team. Kein Mensch wird zurückgelassen. Wir sind Partner eines Verbrechens, das wir nicht begangen haben. Ja. Oh, es ist zu hoch. Was, wenn wir diese anheben? Oh. Geschafft. Versuch du es. Ja. Gute Arbeit. Und jetzt komm schon. Der Hubschrauber sollte sich an der Spitze dieses Turmes befinden. Diese Türen sind riesig. Öffnen wir sie. Ja. Da. Was? Ist das? Da. Ich sehe einen Aufzug. Aber wir haben ein großes Problem. Es ist ein riesiger Wachmann. Besiege ihn. Okay. Das ist es. Dieses Gefängnis ist so böse. Nichts wird uns von der Flucht abhalten. Nicht einmal er. Ja, wir sind unschuldig. Wir müssen ihn besiegen. Ja, er war hart. Aber wir haben es geschafft. Also, Mikey, du wurdest ohne jeden Grund ins Gefängnis geschickt. Das stimmt. Was sagst du? Brechen wir hier aus? Das machen wir. Ja. Nach oben. Wow. Ein Wasseraufzug. Wow. Für eine Sekunde dachte ich wirklich, dass ich 1 Milliarde Jahre in diesem Gefängnis feststecken würde. Aber jetzt komme ich raus. Zusammen mit Mikey, dem Gefängniswärter. Er wäre auch ewig hier eingesperrt gewesen. Aber wir sind 2 unschuldige Männer. Wir verbringen keine weitere Minute unseres Lebens in diesem schäbigen Kerker. Ist das das Dach? Ja, wir haben es geschafft. Wow. Schau dir die Aussicht an. Und sieh da, da ist der Hubschrauber. Ich hoffe, dass ich ihn fliegen kann. Ich werde es versuchen. Hast du dich angeschnallt, Mikey? Ja. Okay. Ich starte den Motor. Drück mir die Daumen. Das ist der einzige Ausweg. Wow, wir fliegen, wir fliegen. Ja. Woohoo. JJ, wir sind frei. Das stimmt. Endlich sind wir aus dem Gefängnis ausgebrochen. Yippie, Freiheit. Fühlt sich fantastisch an, nicht wahr? Du sagst es. Mission erfüllt. Wenn euch das heutige Abenteuer gefallen hat, lasst einen Like da und ein Abo.
Außerdem kannst du uns auf Twitter, Instagram und TikTok besuchen, wann immer du willst, mit den Links in der Ecke. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.